Nimm, 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 nimm. Und dieses Schaf, das da mittanzt, ey, es ist so süß. Ah, ich kann dem auch Namen geben. Ach, ich kann den auch in die Form verwandeln, die... Das ist ja süß. Kalle wäre auf jeden Fall eine Katze. Oh. Ah. Wir haben jetzt Kalli. Das ist total süß. Ist es ein Song? Dann ist es von der Kunstfreiheit gedeckt. Es ist ein Arschlochbuch. Es ist ein Arschlochbuch. Ein richtig dreckiges Arschlochbuch. Ich kann den Text nicht mehr. Deswegen könnt ihr mir nichts. Es ist ein Arschlochbuch. Es ist ein Arschlochbuch. Es ist ein Arschlochbuch. Es ist ein Arschlochbuch. Das machen wir. Ich komme nicht los. Ich komme nicht los. Mein Motor ist am Arsch. Musst du 3,8 Kilometer weg von sein. Mein Motor ist am Arsch. Mein Motor ist am Arsch. Genau 3,8 Kilometer. Mein Motor ist am Arsch. Ich glaube, hier ist Motor. Mein Motor ist am Arsch. Oh nein, ich glaube, der rammt dich. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, du. Ihr Arsch ist ein Motor? Also ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Aber er ist jetzt tot. Ja, er ist tot. Was ist mit deinem Auge? Das ist der T-Virus. Ich bin Patient 0. Mach dir nichts draus. Ich komme wahrscheinlich nicht allein aus der Wohnung. Das heißt, ich werde nicht die ganze Welt infizieren. Andererseits, wer weiß, vielleicht macht mir Kima die Tür auf. Dann ist der letzte Tag gestartet und wir werden leider alle jämmerlich sterben. Mein Glaube ist erschüttert, ich durchschaue deine Lügen. Du bist ein Betrüger und ich muss es den anderen erzählen. Ein Anhänger hat begonnen, sich von dir abzukehren. Oh Gott, ausgerechnet Kalle macht das, ne? Das ist halt irgendwie sehr frustrierend. Kalle ist abgehauen? Echt? Oh Mann. Ach, guckt euch mein Haar an. Guckt euch meine Strähne an. Die Dance. Komm, dance mit mir. Die war ja gleiches Level wie mein Held. Ja, also ja, ein Level höher. Aus. Die zieht dich aus. Die geht mit dir spazieren. Krass. Die macht dir auch die Windeln, auch wenn du keine trägst. So, das ist halt. Wann gibt es wieder Stream mit Kalle? Nie. Nie wieder. Wir wollen nie wieder zusammen streamen. Jetzt ist es raus. Was machst du heute noch? Spielst Taco. Im Stream? Macht Spaß? Ja. Super. Tut das weh? Angenehm ist es nicht. Nein, komm. Ding Dong. Jemand zu Hause? Bitte? Ding Dong. Alter, was ist mit dir? Ich bin so traurig, dass Kalli weg ist. Ich brauche einen neuen Kalli in meinem Dorf. Ach, wir haben direkt noch einen. Könnten wir einen neuen Kalle machen, ne? Eigentlich. Kalli, du darfst mich anbeten. Ich find's viel lustiger, Leute Ohrwürmer zu geben. Nein, Beatrice. Ja. Nein. Ja. Nein. If you like pina colada. Nein. 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 Yoga. If you have ever brain. If you like making love at midnight. Ich bin tot. Mögest du in der Hölle schmoren? Werde ich auch. Machen wir ein Duo-Cosplay, Pia? Du bist der Krieger und ich wachs dir so aus dem Rücken raus. Aber wenn wir das hinkriegen, das gewinnen wir jeden Cosplay-Wettbewerb, ne? Ja! So. Ich bin da und wieder tot. Ja. Sei es nicht. Es ist nichts passiert. Wir haben das nicht gesehen. Genau, wir mussten einmal auch zeigen, wie das funktioniert, wenn man wipet. Wir wollten nur mal die Wipe-Funktion zeigen. Hallo Kalli 2, wohlwollender Anführer. Bitte verurteile mich nicht, aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Kot essen. Das bleibt unser Geheimnis-Chat. Das muss Kalle nicht wissen. Oh mein Gott, man kann die Bodenmischung verändern. Wie kann ich denn... Nein! Ich habe das Feld aus Versehen entfernt. Das Positive ist, ich muss mich nicht entscheiden, was ich anbauen möchte. Sie ist nicht länger allein. Sie hat fähige Hilfe gefunden. Kümmert euch um sie. Oh, Quentin, ihr habt wohl eure Wahl getroffen. Der hat uns gerade als fähig betitelt.
Ich würde mir das jetzt gerne einrahmen und in dieses Zimmer hängen. Einfach, du musst einfach so tun, als wärst du ein Hase. Wackel mit deinem Arsch. Wackel mit deinem Arsch. Wackel mit deinem Arsch. Wackel mit deinem Arsch. Es ist da, das Streamer-Baby. Brot für die Brotmutter, Blut für die Blutmutter, Opfergaben für den Kult. Oh Gott, das klingt langsam alles wie eine Sekte. Tarek, bist du gerade noch im Stream? Ich weiß gerade gar nicht, ob Tarek gerade noch im Stream ist. Aber das ist jetzt so die Stelle, an der ich sagen würde, hey, wir müssten ganz dringend fürs nächste Meeting einfach davor vielleicht eine Liste an gutem Vokabular uns aufschreiben. Pia, wenn du über deine Partner sprichst, dann benutze folgende Wörter. Und dann kriege ich so eine Liste von Wörtern, die ich benutzen kann, damit ich nicht aus Versehen was Negatives über den Partner sage, ohne dass ich das so gemeint habe, einfach weil ich kein Deutsch kann. Alles klar. Willkommen zu Sprachen für Partner. Heute gibt es die erste Einheit. Erstens, geht es um Essen, verwende nicht, das schmeckt zum Kotzen, sondern eher, das schmeckt ja interessant. Oder, eventuell ist es ja was für dich. Zweitens, möchtest du ein Shirt bewerten, dann lobt es sich zu sagen, welch ein adrettes Stück Stoff. Dieses vorzüglich hergestellte Kleidungsstück frohlockt mich durch seine auffälligen Farben und seinen mega geilen, kuscheligen Stoff. Digga. Ich hab dazwischen vergessen zu atmen. Also ich glaube, die ganzen Clips, die wir aus diesem Spiel mit rausziehen, werden alle unfassbar lustig sein, weil ich einfach jedes Mal so da sitze. Nein, Pia hat jetzt das Sharingan. Das Sharingan auf Wish bestellt, wohl eher. Alles gut, Maurice. Wunder dich nicht. Ich habe Maurice gerade geschrieben, gerade gesehen, alles gut. Und mein Handy hat aus gerade gesehen, gerade Ehescheidung gemacht. Also offensichtlich lasse ich mich jetzt scheiden. Weil du 15 Minuten zu spät bist. Okay. Es hat jemand tatsächlich gefotoshoppt uns als Village. Da. Ja, alter Lucio, ey. Mein Gesicht. Einfach, das ist das Gesicht, das ich haben werde, wenn ich von der Gamescom komme, wahrscheinlich. Ich hatte die ersten Tage, als ich mich geschminkt gesehen habe, war ich so, who is this? Und jetzt bin ich ungeschminkt und bin so, hallo fremde Frau im Spiegel, kenne ich sie? haben wir einen Mod da, der gerade Zeit hat, eine Umfrage zu machen? Links ist Kannibale, rechts ist Grasfresser. Nur für euch, dass ihr Bescheid wisst. Oh mein Gott. Oh, es ist so knapp. Holy shit. Holy shit. Grasesser hat gewonnen. Tja. Meine Leute, wir sind jetzt alle Kühe. Alter, das ist eine Ziege. Und er hat sogar gemäht. Huh, warum bin ich... Ah, ich bin eine Ziege geworden. Nein. Chris, ich komme. Ich helfe. Nein, ich kann als Ziege nicht retten. Du kannst nur Süßkringel essen. Esse Süßkringel. Wieso kann die Ziege nicht retten? Ziegendiskriminierung hier. War ja eine Ehebrecherin und deswegen hat mein Lehnsherr mir Gebiete abgenommen, weil ich eine Ehebrecherin bin. Der hat mich ja eingesperrt und mein Charakter ist jetzt ultra sauer, weil das Kind ist ja ein Gotteskind und wenn er das nicht erkennen kann und mich deswegen wegsperrt, muss er brennen, weil er ist ein Ketzer. Und da sieht man halt auch einfach wieder, dass diese Erbschuld durch die Eltern in dem Blut der Kinder festsitzt. Also offensichtlich ist der Vater, der Ehebrecher, dieser Ehebruch, der entstanden ist, schuld daran, dass das Balg daraus jetzt auch Probleme macht. Man muss die Wurzel des Übels am Schopf packen und ausreißen und am besten die ganze Familie hinrichten. Was? Ja. What is life? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. What is life? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
Nein, 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 nicht wieder. Oh nein. Ich will keine Ziege sein. Ziegen sind so cursed. Prinz Funk ist ein Mann, ein echter Mann, ein Mann nach unserem Geschmack. Er hat den größten und festesten Stammbaum. Und, den knöchelfestesten Stammbaum, bitte was? Was ist ein knöchelfester Stammbaum? Den größten, habe ich gesagt. Ach so, den größten. Ich hab den knöchelfestesten Stammbaum verstanden. Was können seine Knöchel dafür? Wie pisst er auch guckt. Guckt nicht so pisst. Ich räume hier sogar euren Kot weg. Seid gefällig dankbar. Warum schaust du so böse? Ach, du hast gerade gekackt. Tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Oh Gott. Das Gummibärchen will mich töten. Ah! Es wollte ich nicht runterschlucken lassen. Und das ist bitter. Ah, ich bin wieder wach. Hat Troll gerade ins Wasser gepinkelt? Von dem kleinen Brunnen? Da war safe was im Fenster. Guckt es euch an. Warte, wir schauen es uns nochmal an. Da war was im Fenster. Ich sag's euch. Und dass der Balztanz damit abgebrochen wird. Deswegen hat das wahrscheinlich recht, dass die... Da! Seht ihr? In dein Gesicht, Kalle! Du hast es geleugnet. Du hast behauptet, da wäre nichts. Aber da ist was. Ich hab's euch gesagt. Ich bin Gottes Sohn. Ich sollte König sein. Ich sollte Kaiser sein. Ich bin nur zu dumm, um das umzusetzen. Der Spandauer Geheimrat hat entschieden, dass ich leider kein Raclette mehr mögen darf. Außerdem müssen Kalle und ich uns leider trennen, weil der Spandauer Geheimrat möchte nicht, dass wir eine Beziehung zueinander führen. Und ich werde wahrscheinlich auch mit dem Twitch-Streamen aufhören müssen, weil der Spandauer Geheimrat hat das für mich entschieden. Kann man leider nichts machen. Der Spandauer Geheimrat hat das entschieden. Schade. Ja, ich bin da mal off. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die letzten 7 Jahre zu streamen. Auf jeden Fall. Aber ist ja nicht meine Entscheidung. Deswegen wäre ich dann jetzt mal raus. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß im Stream. Wir hören uns nie wieder. Ha. Tschüss.